hier ist Ronja und wir schauen heute eine weitere animierte Geschichte. Yay! Heute schauen wir uns an, ich streichle meinen eigenen Hai. Jetzt schaut ihr blöd, hä? Ihr habt keinen eigenen Hai. Ich schaue auch blöd, ich habe auch keinen eigenen Hai. Aber ich habe einen heißen Kakao, was meiner Meinung nach quasi besser ist. Also holt euch ein heißes Getränk, außer ihr mögt keine heißen Getränke, dann setzt euch einfach so hin. Und dann würde ich sagen, genießen wir die Story und schauen sie uns gemeinsam an und let's go! Bevor wir mit dem Video weitermachen, kurzer Werbeslot. Und zwar habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich gesponsert bin von Nerd Gaming. Die stellen Energy Drink Produkte her. Das sieht ungefähr so aus, das sind Dosen. Da könnt ihr euch einen Löffel von ins Wasser machen und dann habt ihr kein pures Leitungswasser mehr. Und zwar gibt es das in 4 Sorten. In Apfel, in Pfirsich, Kirsche und Aprikose. Und mein persönlicher Favorit ist Apfel. Falls ihr das gerne probieren möchtet, kriegt ihr mit dem Code Ronja 10% off auf eure Bestellung. Die Website ist unten verlinkt in der Videobeschreibung und dann könnt ihr euch das selber ausprobieren. Ich liege im nassen Gras und Schlamm in Camouflage an einem Sonntagmorgen. Meine Arme und Beine sind vom Laufen. Mach ich auch immer so. Ich habe einen frischen Kratzer am Knie. Ich hätte mit Kristen einen Kaffee trinken können. Alter, das sieht nicht aus wie ein Kratzer, das ist eine Fleischwunde. Das ist eine schöne Fleischwunde, wenn ich jemals eine gesehen habe. Magazine lesen und Selfies im Spa machen können. Aber? Wo bist du falsch abgebogen? In diesem Augenblick ein Reh im Sichtfeld. In ein paar Sekunden würde er seinen letzten Atemzug machen. Denn ich verfehlte nie. Das hatte mir mein Vater beigebracht. Okay. Das war alles seine Idee. Ich bin gegen das Töten von Tieren und... Ja. Jackie, warum murmelst du? Nicht zögern. Schieß, bevor er abhaut. Hallo, Leute. Alter, die Handanimation. Schieß, bevor er abhaut. Okay, crazy. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, heiße ich Jackie. Hi, und ich Jackie. Bin 16. Mein Vater 16? Träumte schon immer vom Jagen und Fischen mit seinem Sohn, dem er auch Kämpfen und Fußball beibringen konnte. Aber da ich keine Brüder habe, nur 3 jüngere Schwestern, spiele ich den guten Sohn. Hm. Fair. Als ich meinen schwarzen Gürtel in Karate schaffte, durfte ich aufhören. Aber ich vermisse nicht die Art und... Hä? Are you kidding? Karate ist sau cool. Ich finde Kampfsport ist was Cooles, ja? Ob du da ein Mädchen bist oder ein Junge, wurscht du piepst, egal. Kampfsport, ja? Das bringt dir richtig was im Leben. Da kannst du sagen, Boy oder Girl, falls sich irgendjemand angreift, ja? Ich habe einen schwarzen Gürtel in Karate. Hä? Bist du Stress? Und dann sagen die, nein, ich will wirklich keinen Stress, ich habe Angst vor dir. Und dann sagst du, ja, zu Recht. Fischsaison. Es sah aus, als wäre dort eine Familie vor uns. 2 Männchen und 3 Weibchen. Man darf nur die Männlichen erschießen. Ein Männchen stand direkt hinter dem Weibchen und in einer schlechten Position. Das zweite direkt in meinem Sichtfeld. Ich atmete nicht. Er ist nicht meine erste Trophäe. Nein. Geld ist nahe. Ich hasse das. Es gibt in so Restaurants, also diese auf altdeutsch gemachten, wisst ihr, die mit den Holztischen und die mit diesen Geweinen an der Wand und mit diesen ausgestopften Wildschweinköpfen. Ich hasse das, ja. Ich finde nichts schlimmer. Es sind nicht nur die Geweihe, es sind auch noch so ein Stück Knochenplatte. Oh, I hate it. Mein Opa hat das auch. Ich weiß nicht, nicht das Wohnzimmer, das ist noch so ein extra Bereich. Da hat er so eine Bar und da hat er auch sowas. Und ich finde das ganz schlimm, ja. Ich finde das nicht schön. Da hat er so einen Pferdekopf aus halt Knochen. Und da halt noch hinten so ein Geweih hängt. Ich finde das nicht schön. Gut. Er schreckt konzentriert seine Zunge heraus und freut sich auf die frische Beute. Ich halte inne und höre, wie Dad sein Gewehr lädt. Und Stan, sein Geschäftspartner, tut dasselbe. Das zweite Reh kommt hinter dem Weibchen hervor. Anscheinend werden wir mit 2 Schlachtkörpern gehen. Aber nicht heute. Ich schoss in die Luft. Die verängstigten Tiere versteckten sich im Wald. Ich schaute noch nicht mal Dad an. Ich wusste, dass ich ihn abgemacht hatte. Das war nicht das erste Mal. Ich weiß nicht, was du in den Sommerferien machst. Okay, dann aber Frage, wenn das nicht das erste Mal ist. An den Vater, ja? Warum nimmst du denn dann immer wieder deine Tochter mit, wenn du mit deinem Geschäftspartner jagen gehst, damit sie in die Luft schießt und die Tiere verscheucht? Not so much. Ich musste fischen. Ich hatte ein Gefühl, dass ich mich an dieses Mal für eine lange Zeit erinnern würde. Dad wollte mir eine Lektion dafür erteilen, dass ich seinen Jagdausflug ruiniert hatte. Ich mag Fischen viel mehr als jagen, da man die Fische wieder freilassen kann. Ja, Dad will nicht immer die Fische zurückwerfen, obwohl es illegal ist. Er denkt, er macht die Regeln. Für ihn geht es nicht um die Erfahrung, sondern um das Ergebnis. Jackie, was stehst du da nur herum? Komm her und hilf mir. Jackie, ich habe einen Hai geangelt. Hilf mir, der ist voll schwer. Zieh den mal mit raus. Klassiker. Fun. Eine Minute später hatten wir einen weißen Hai eingeholt. Einen weißen Hai, ne? Nicht wenigstens so ein Katzenhai oder so einen kleinen Hai. Einen weißen Hai. Einen weißen Hi! Warte, wirklich? Sie halten sich häufig in Küstennähe und dringen auch in relativ flaches Wasser sowie Buchten, Lagunen und Häfen vor? Warte, wirklich? Jetzt fühle ich mich beunruhigt.
Das ist jetzt ja ein Quatsch. Er war klein, etwa 80 cm lang, aber trotzdem ein Hai. Ist cute. 80 cm. Dad, so cool. Lass mich ein Foto machen und dann werfen wir ihn zurück. Die sind am Aussterben. Das du stimmt. Du hast heute genug geholfen. Ich habe genug von diesem Schwachsinn, den du von dir gibst. Aussterben. Er lud den Fisch in den Salzwassertank und wir fuhren nach Hause. Wir hatten ein neues Zuhause für ihn bereit. Ein riesiges unterirdisches Aquarium. Alter! Es hatte unglaublich... Im Keller mit so einem riesen Aquarium? ...Geld gekostet und darauf gewartet, einen geeigneten Bewohner zu beherbergen. Nein! Aber selbst in einer solchen Umgebung. Wie lange konnte ein weißer Hai in Gefangenschaft überleben? Ja, das ist nicht gut. Die müssen viel schwimmen. Das ist zu klein für den weißen Hai. Konnte mein Vater das bloß nicht verstehen. Er warf ihm einen Fisch rein, aber er wollte nichts essen. Dann machte er ein paar Fotos und Videos und versuchte ihn wieder und wieder zu füttern, aber ohne Erfolg. Warum will der Hai nichts Nach ein paar essen? Stunden verlor er das Interesse an dem Hai. Er wurde von der Arbeit angerufen und musste für 7 bis 10 Tage verreisen. Was soll ich mit dem Hai machen? Wie fütter ich ihn? Weiß nicht. Verfütter die Katze. Ihr Miau geht... Was? Ich hasse den Vater. Wie kann er nur? Verfütter die Katze. Ich denke nicht. Gemein. Alter, guck mal, wie lieb die Katze auch guckt. Und sie ist nur so, hallo, ich bin die kleine Katze. Und das ist überfüttert die doofe Katze, die miaut die ganze Zeit. Alter, crazy. Der Vater, der ist ja... Der ist mir schon lange auf dem Keks. Okay, sei nicht wütend. War nur Spaß. Keine Sorge, nichts passiert im Hai, bevor ich zurückkomme. Aber dann machen wir Haisuppe. Was? Ich dachte, du hast dieses Drecks-Aquarium gebaut. Ja, dieses riesen Aquarium. In deinem Keller. Und sagst, du wartest nur drauf, einen geeigneten Bewohner zu finden. Dann fängst du, wie auch immer, einen weißen Hai. Hast den in deinem Aquarium. Und dann sagst du, ja, also ich verreise jetzt für 7 bis 10 Tage und danach machen wir Haisuppe aus dem Vieh. Er betrachtete den Fisch, den er gerade zum Tode verurteilt hatte und meinte, und wir stopfen seinen Kopf aus. Wo sollen wir ihn aufhängen? Es würde wohl nicht richtig neben einem Grizzlybärkopf aussehen. Ich stand mit offenem Mund für ein paar Sekunden da, bis er aus dem Haus ging. Ich blieb bei dem Hai. Ich begann damit, ihm verschiedene Fakten über Haie vorzulesen. Ich glaube, das interessiert Haie nicht so sehr. Also, ich sag's ganz ehrlich, ja. Jackie, ich weiß, du gibst dir bestimmt Mühe. Aber nichts könnte den Hai weniger interessieren, als dass du ihm Fakten über Haie aus dem Internet vorliest. Im Internet hatte. Meiner schaute mich an, mit dem einen Auge oder dem anderen, je nachdem, in welche Richtung er schwamm. Es sah aus, als würde er mich verstehen. Ich war besorgt, dass Daddy nicht füttern konnte und deswegen brachte ich einen frischen Fisch. Ich klopfte an das Glas und mein weißer Hai schwamm zu mir. Auf einmal verlor ich die Balance und meine ganze Hand tauchte ins Wasser. Direkt biss er ihm die Hand ab. Er nahm den Fisch und schwamm an meiner Hand vorbei. Ich konnte seine weiche Haut fühlen. Guter Junge, das ist ein guter... Haie haben keine weiche Haut. Das weiß ich, ja? Das mit dem Wohnort, gebe ich zu, lag ich falsch. Aber Haie haben keine weiche Haut. So, lass mich kurz Wikipedia googeln. Aber Haie haben keine weiche Haut. Viele Haie haben eine Haut, die mit winzigen Zähnen bedeckt ist. Man nennt diese, ja, wie auch immer. Deswegen fühlt sie sich rau an. Sie ist sogar so rau, dass man sie als Sandpapier verwenden kann. Du Lügnerin! Jackie, durchschaut habe ich dich, ja? Eben hast du noch gedacht, du drückst mich aus mit deinem Wir haben den weißen Hai geangelt. Aber jetzt habe ich dich, Jackie, jetzt habe ich dich. Guter Hai, ist ein Fisch. Willst du noch mehr? Nach 3 Tagen war er komplett zahm. Hör auf, den zu streicheln! Das macht mich wütend! Hör auf! Eine Stimme und nahm nur Essen von mir an. Eine meiner Schwestern... Ist doch sonst auch niemand da! Dann warf ihm einen Fisch zu, aber der Hai wollte ihn nicht. Mein Vater rief mich an und sagte, dass er früher zurückkommen würde. Er fragte mich, was sein Fang machen würde. Er habe ein tolles Rezept für eine exotische Suppe gefunden. Ein Tag noch und mein Hai wäre seinen Kopf los. Ich konnte nicht schlafen und rief einen Freund an. Dylan war in 15 Minuten bei mir. Sein Mund klappte auf, als er ihn sah. Du hast einen Hai. Einen weißen Hai. Unglaublich. Reiß dich zusammen. Wir müssen ihn retten. Ich lockte ihn in die Ecke des Beckens. Du wirst nicht glauben, wie schwer es war, dieses Baby an der Flosse zu packen. Wir verbrachten mehr Zeit damit, Salzwasser vom Aquarium zum Tank zu bringen, als mein Vater gebraucht hatte, um den Hai zu fangen. Er ging in denselben Behälter zurück. Wir gingen früh am Morgen zum Meer und ließen den Hai frei. Frage. Tschüss. Warum hast du das nicht schon vorher gemacht? So ungefähr, als dein Vater weggefahren ist. Werde zu einem guten Jungen, der niemals Menschen isst. Ich wünschte, ich könnte mit ihm wegschwimmen. Ich wusste nicht, was ich Dad sagen sollte. Meine jüngere Schwester erzählte, dass mein Vater erst lange im Wasser gesucht hätte und glaubte, dass der Hai gestorben wäre und irgendwo hinter dem Riff am Boden liegen würde. Er überlegte, wen er nach unten schicken sollte, um ihn zu holen, als ich hereinkam. Er ist schon längst im Meer, Dad.
Er war stocksauer. Er fluchte und schrie in Wut. Dann fragte er, ob ich mich verletzt hatte und bot an, Pizza zum Abendessen zu kaufen. Was? Es ist so, diese ganze Geschichte. Der Vater hat die Stimmungsschwankung des Grauens. Also da kann mir keiner was anderes erzählen. Das ist doch Quatsch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so ein Quatsch. Die ganze Geschichte. Von vorne bis hinten. Am nächsten Tag sagte er mir, dass ich nicht fischen oder jagen gehen musste, wenn ich nicht wollte. Er klopfte mir auf die Schulter. Damit zeigte er mir, dass er mich lieb hatte. Anscheinend verstand er mich. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Alter. Ohne, also, ich habe sicher schon um die 30 von diesen Geschichten geguckt. Ich sag, das ist die beste. Das ist top. Erste Geschichte. Beste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Ich glaube es ja nicht. Das ist ja... Achterbahnfahrt, ja? Also wirklich von Anfang bis Ende pures Chaos. I love it. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Was ist eure Meinung dazu, ja? Hat Jackie uns einen Bären aufgeboten? Oder einen Hai? Wie immer verlinke ich euch meine Playlist mit den ganzen Videos, die wir euch schon... mit den ganzen Videos, die wir uns schon angeguckt haben, zusammen hier in der Endcard. Und ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Habt einen wunderschönen Tag. Und übrigens, folgt mir auf Instagram. Ich poste da jetzt öfter mal Bilder und dann müsst ihr die nicht verpassen, ja? Weil ich habe extra welche gemacht, ja? Mit einem Kumpel von mir. Sind wir extra rausgegangen, auf das Feld, hinter meinem Haus. Und haben Fotos voraufgenommen. Unmengen, ja? Wie gesagt, wenn ihr die Bilder sehen möchtet und ich poste auch ab und zu Stories und sowas, dann folgt mir gerne auf Instagram, dann... da antworte ich euch auch mehr, glaube ich. Ich weiß nicht, auf YouTube kann ich ja schlechter mit euch interagieren. Da kann ich nur auf Kommentare antworten. Aber auf Instagram, da könnt ihr mir auch einfach eine Nachricht schreiben, wenn ihr die Story gesehen habt oder so. Ne? Wisst ihr. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.